Meinst du, die Russen wollen Krieg? Ich frag dich, für welchen Sieg? Den russischen Soldaten frag, er liegt dort, wo er sterbend lag. Und was des Volkes Wohlstand wär, sie geben's mehr als 60 Jahre her. Die Russen, die brauchen keinen Sieg. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Ich sehe, wenn ich nach Moskau flieg, die vielen alten Frauen allein. Sie wollten Weib und Mütter sein. Ich denke an Mädchen als Soldat und nie vergesse ich Leningrad. Die Russen brauchen keinen Sieg. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Frag, wann der Rauch da tödlich stieg. Millionen Hektar abgebrannt, den Galgen sieh, wo Soja stand. Ich kenn den Weg zum Ladoga, für Kinder steht ein Denkmal da. Die Russen weinten nach dem Sieg. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Die Russen haben doch Verstand. Sie haben einen Krieg gehabt, viel tiefer, als ihr jemals grabt. In Stalingrad fiel jede Wand. Für wen schrieb Tanjas Kinderhand? Für Waffen gibt's heute keinen Sieg. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Jewgeni Jewtuschenko, der russische Dichter, der sowjetische Dichter, hat diese Zeilen aufgeschrieben. Und ich habe eine Übertragung genommen von Gisela Steineckert aus der DDR-Zeit. Und natürlich ist der Zusammenhang ein anderer, völlig ein anderer. Aber was ist mit den Soldaten? Was passiert mit denen? Ja? Was ist mit denen? Die wollen das natürlich nicht. Aber das wissen wir alle. Und trotzdem ist es gut, mal wieder gesagt zu haben. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Für Waffen gibt's heute keinen Sieg. Das ist das Credo. Und wir haben nichts gelernt. Nichts, nichts, nichts. Ich muss es immer wieder sagen. Es ist so übel. Trotzdem ist das alles für euch und für euch alle natürlich. Und heute in meiner Erinnerung auch für die Wärter, Eingang der Parks. Das, daran erinnere ich mich. Also nicht nur in der Ukraine, also in Kiew und in Tscherkassy, auch dann in der gesamten Sowjetunion, wo wir dann waren, 1984. Immer saß sozusagen da einer, der da die Aufgabe hatte, diesen Park zu bewachen. Ne? Zu gucken, gehen rein, benehmen sich ordentlich. Hatte jeder seine Aufgabe. Das hat mich schon als Kind beeindruckt. Ich wünsche euch einen guten Freitag. Ja. Einen guten Freitag, der auch wieder sehr kalt und milchig, diesig daherkommt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen. Bis dann.